legen wir schon los. Bist du, mein Freund? Salute et Victoria, wie der alte Latriner zu sagen pflegte, ne? Ja, und das heißt... Wisst ihr, was heißt das übersetzt, Salute et Victoria? Da bin ich raus. Latein war Sieg nicht so Sieg und Heil. Ja? Sieg und Heil, und damit steigen wir nämlich auch schon ins Thema ein. Wir beschäftigen uns ja heute mit der Frage, Nazischlampe oder geniale Künstlerin? Und ich habe dir den Haifisch der Nazi-Künstler heute mitgebracht, und zwar die Leni Riefenstahl. Dann lass uns mal direkt ins Haifischbecken springen hier. Sehe, du hast dich gut vorbereitet, du hast einen Seitenscheitel. Ja, nee, komm nur frisch aus dem Badezimmer. Also, Leni Riefenstahl, ja, war eine, das muss man so sagen, auf jeden Fall war sie eine Künstlerin. Welchen Wert man ihr dabei zuspricht, ob genial oder nicht genial, das versuchen wir so ein bisschen hier zu klären zwischen uns beiden, ja. Mhm. Wichtig aber ist, dass sie bis vor 1939 auf jeden Fall international anerkannt war, ja. Also sie galt als herausragende Persönlichkeit ihrer Zeit, weil sie viele Filme, also nicht nur in vielen Filmen mitgespielt hat, sondern auch viele Filme produziert hat, eben auch für die Nazis. Da werden wir uns auch was zu angucken heute. Und nach dem Krieg dann, nach 1945, da wurde sie sozusagen als Nazischlampe oder Nazisympathisantin eben beschuldigt, zu Recht oder zu Unrecht. Das versuchen wir auch zu klären. Sie hat es Zeit ihres Lebens abgestritten. Sie hat gesagt, ich war nur Künstlerin, ja, ich wollte nur meine Kunst machen, ja. Ja. Und andere haben mir gesagt, hör mal zu, eigentlich hast du den Nazis geholfen, diesen Weg in den Krieg, den Weg in diese Verführung eigentlich erst bestreiten zu können. Nämlich durch deine Filme, durch deine Propaganda hast du wesentlich dazu beigetragen, dass all das, also warst du mitverantwortlich an all dem, was nachher passiert ist. Ja? Und das hat sie eben abgestritten. Ne? Und wir sehen sie hier eben mit Charlie Chaplin zusammen. Ja, ist mir auch gleich aufgefallen. Ja, also Adolf Hitler und sie hier. Ja, ich vermute, es kann sein, dass es hier bei dem Reichsparteitag war, in Vorbereitung dazu. Und sie war halt eine schillernde Persönlichkeit, ja. Leni Riefenstahl war das, was man, glaube ich, heute sagen würde, eine Karrieristin, ja. Die Karriere, das war ihr wichtig. Und das werden wir gleich noch an ein paar Punkten auch festmachen können. Zunächst mal, Fistel, was weißt du denn über die Leni Riefenstahl? Boah, was weiß ich über sie? So viel weiß ich gar nicht, aber ihre Bilder kenne ich. Also ihre Filme, die monumentalen Sachen, die sie gedreht hat. Glaube, in einem Rammstein-Video wurden auch ihre Sequenzen benutzt von der Olympiade damals. Ich habe mal das Olympiadorf besucht, das alte, was noch von übrig ist, die Gedenkstätte. Dort wurde ja auch gedreht. Ja, also ihre Aufnahmen waren schon episch, würde ich sagen. Und ein bisschen Glück haben wir auch, um einen besseren Einblick zu bekommen, wie das damals war. Also ohne diese Aufnahmen würde es ja diesen ganzen Größenwahn ja nicht anders, also festgehalten geben, ne? Ja, sie steht praktisch für den, sagen wir mal, zu Bild gewordenen Größenwahn der Nazis. Also sie hat das in Perfektion geschafft, aber ich muss ja gleich mal was einwenden, weil du weißt, ich bin immer sehr kritisch. Sie hat natürlich vieles in dieser technisierten Form, die Technik 10 Jahre zuvor war noch gar nicht so ausgereift. Mhm. Das heißt, sie hat alle technischen Stilmittel benutzt, um in dieser Zeit so wirken zu können. Und da war sie wirklich, wie nennt man das, wenn jetzt jemand so alleine vorprescht, da war sie Vorreiter. Vorreiterin. Ja. Ja, Vorreiter. Aber sie hat das auch nicht wirklich neu erfunden, weil auch in der Weimarer Republik war dieser Stil des Monumentalen schon im Aufkommen, ja, also das war jetzt, und in der Sowjetunion, ja, Sergei Eisenstein, ja, ganz ähnlich, also Leni Riefenstahl war jetzt nicht die Erste, die Froschperspektive benutzt hat. Geh mal bitte zum nächsten Bild weiter. Einer der wichtigsten Filme war ja dieser Film über die Olympiade.
1936. Und da sieht man eben hier diese Nazis, die haben ja auf der einen Seite sehr stark an die Antike angeknüpft, ja, an diesen vermeintlichen Werte und diesen schönen Menschen, gesunder Körper, gesunder Geist in einem gesunden Körper. Und das hat sie ja hier so, ja, zugespitzt dargestellt. Mhm. Und du siehst ja die Perspektive, ne, wie so ein Frosch, der auf dem Boden liegt. Ja. Das heißt, immer diese Erhöhung drin. Immer diese Erhöhung. Also es wirkt immer wie so eine Statue bei ihren Aufnahmen, ne? Genau. Das heißt, der Mensch, es geht eigentlich gar nicht so um dieses Individuum, so, ist das hier der Fritz oder ist das der Thomas? Nein, es geht hier so um diese Idealisierung des Menschen. Und das möchte ich kurz einfügen, weil das ist wichtig festzuhalten. Ich hatte neulich eine etwas neuere Dokumentation gesehen über die Riefenstahl. Da ging es um ihren, ja, Mitregisseur, der hieß Zielke. Und der hat wohl viele dieser Aufnahmen gemacht in ihren Filmen, den sie aber nachher sozusagen immer verschwiegen hat, beziehungsweise sogar die Filmaufnahmen von ihm geklaut hat und diesen Typen sogar, ja, fast, sagen wir mal, psychisch, körperlich ruiniert hat und ihn trotzdem gezwungen hat, sogar mit ihm mitzuarbeiten. Und das sagt auch viel schon über ihren Charakter aus. Also das muss man so sagen, ja. Sie war eine Karrieristin, ja. Diese Karriere ging ihr über alles und dafür hat sie auch Menschen benutzt und missbraucht. Aber darüber hinaus zu sagen, sie war auch eine Nazi-Schlampe, ja, die sozusagen sich die jetzt kein Mitgefühl hatte für andere Menschen im Sinne von, der Tod anderer wäre ihr egal gewesen. Das klären wir noch, ja. Aber wir halten aber fest, in ihrer Arbeit oder für ihre Arbeit war sie skrupellos. Da hat sie alles, ja, getan. Komplett durchgezogen. Ja, so kann man das sagen. Also, weiter bitte. Und hier so, das ist von diesem Film dann Triumph des Willens, der 1934, der Parteitag, ja. Diese Pose ist so typisch hier für Leni Riefenstahl, weil, nochmal, Froschperspektive, ja. Eigentlich ist es schon die Flohperspektive, muss man sagen. Ja, der Floh, der dem Führer hier, also in Anführungsstrichen, dem Führer auf dem Schuh sitzt und hoch nach oben guckt. Aber du guckst ja hier nicht in einen Menschen, sondern eigentlich schon in einen Gott, ja. Und darum ging es ihr auch, ne? Dieser Reichspropagandafilm hier über den Reichsparteitag in Nürnberg. Die erste Szene ist, wie in Anführungsstrichen der Führer im Flugzeug durch die Wolken fliegt, ja? Ja. Und dann praktisch wie ein Gott auf die Erde niederkommt und dann zu seinen Jüngern spricht. Und das ist hier so, ja, so plastisch dargestellt. Du guckst ja auch in den Himmel, ne? Ja. Also der Himmel. Da steht eben, die Wolken, die öffnen sich ja auch, ja. Und dann ist er da, der Messias. Und das galt ja wirklich, Adolf Hitler galt ja für viele Deutsche zu der Zeit als Messias. Aber wie wirkt dieses Bild auf dich, Fiske? War sehr machtvoll. Es wirkt nach Macht. Es wirkt so wie kann man noch sagen, so, es wirkt so gnadenlos. Es liegt vielleicht auch daran, dass man die Geschichte natürlich dazu kennt, ne? Aber es wirkt halt, also es wirkt sehr hart. Also Macht finde ich super, was du sagst. Aber ich würde noch ein Wort gebrauchen. Einschüchternd. Es wirkt unglaublich einschüchternd, finde ich. Das auch. Also du fühlst dich ja... Unbesiegbar. Unbesiegbar. Also, stimmt, ja. Ja, also... ja. Aber das muss ich mal sagen. Wir reden ja hier auch von Gefühlen. Du weißt, Gefühle sind mir sehr wichtig, ne? Und Gefühle sind nicht durch den Verstand oder die Ratio lenkbar. Und ich sage dir, also jeder Mensch, zumindest vor allem die Probleme mit ihrem Selbstwert haben, ja, denen wächst hier ein kleines Hörnchen, wenn die sowas sehen, ja, weil solche Bilder, die Leni Riefenstahl produziert hat, erschaffen hat, die zielten ja genau darauf ab, Macht, ja, Ehrfurcht, Unbesiegbarkeit etc. zu suggerieren, gerade für Menschen eben auch, die sich klein fühlten. Und die Deutschen, die fühlten sich ja nach dem Ersten Weltkrieg eben als Besiegte. Und das ist ganz wichtig, dass wir uns das merken. Diese Bilder der Macht, auch die Swastika, das Hakenkreuz, ja, diese Symbole, die machen etwas mit uns, mit unserem Unbewussten. Und es gibt die Theorie,
dass gerade die protestantistischen Deutschen, also die Protestanten in Deutschland, diesen Bildern erlegen sind. Weniger die Katholiken, weil die Katholiken, die haben eine eigene starke Bildwelt in der katholischen Kirche. Mhm. Bei den Protestanten gab es ja diesen Bildersturm. Da wurden alle Bilder aus der Kirche rausgeschmissen. Und die Theorie ist jetzt folgende, dass dadurch, dass sozusagen den Protestanten jetzt so starke innerliche Bilder fehlten, sind die Menschen sozusagen reihenweise diesen starken Nazi-Bildern erlegen. Diesen Symbolen von Macht. So quasi und auch verfallen. Wie praktisch in Hypnose. Mhm. Wohingegen die Katholiken aber, ne, und das war auch so, dass Hitler gesagt hat, also die Deutschen können keine zwei Führer haben, die können nicht den Papst und ihn haben, sondern die müssen sich entscheiden. Das heißt, diese Katholiken waren dem so ein bisschen, sagt man so, ob es so ist, weiß ich nicht, aber so ein bisschen innerlich gefestigter gegenüber. Die hatten zum Beispiel jetzt ganz stark gesehen, diesen ganzen katholischen Bilderzirkel in sich drinne, ja? Die sozusagen ein Gegenpart darstellten gegen das, was die Nazis versuchten. Aber die Nazis haben ja wirklich versucht, das hat der Hitler auch gesagt, ja, das den Leuten praktisch ins Gehirn zu brennen, ja. Und diese Bilder wirklich, die sind machtvoll, das kann auch keiner bestreiten, die sind auch anziehend. Ich würde sagen, sie sind faszinierend im Sinne von anziehend und abstoßend zugleich, ja. Aber die Faszination ist da und die kann man auch nicht bestreiten, egal ob das von links oder rechts kommt. Also ähnliche Bilder gibt es eben auch aus Russland zu der Zeit, von diesem Eisenstein und Goebbels. Die Nazis kannten diese Bilder aus Russland alle, ja. Und die haben sich ja gegenseitig auch immer wieder kopiert und imitiert. Aber wir sind ja bei Leni Riefenstahl, ja. Weiter bitte. Reichsparteitag 1934. Leni Riefenstahl hat wohl, ich glaube, nur eine Handvoll wirklich politische Filme für Hitler gedreht. Das hat sie nachher auch immer wieder betont. Und zwei oder drei davon waren eben diese Reichsparteitage auch. Und das war hier der Reichsparteitag 1934, genannt Triumph des Willens. Ja, allein dieser Titel, Fistel. Ne? Triumph des Willens. Was passiert da in dir? Boah. Naja, also man kann ja von ausgehen, dass die Leute die Ideologie gefressen haben. Ne? Ja. Alleine schon dort so zu stehen, das so verinnerlicht zu haben. Aber 34 war ja, also historisch gesehen, ein Jahr nach der Machterschleichung. Ja, natürlich, aber trotzdem sind sie ja so aufmarschiert. Also das heißt ja, das hat in den Leuten was ausgelöst. Die Propagandamaschine rollte ja schon auf Hochtouren. Richtig. Genau, Fistel. Ja, und die Propagandamaschine rollte auf Hochtouren und mit diesem Titel Triumph des Willens wurde ja eigentlich gesagt, der Wille, und das ist der Wille des Führers. Ganz spannend eigentlich, also als Anmerkung mal, Rousseau sprach ja von dem Volonté générale, ja, dem allgemeinen Willen. Und Rousseau hat gesagt, wenn alle ihren Willen sozusagen auf einen Willen konzentrieren, dann haben praktisch alle den gleichen Willen. Und das haben die Nazis im Prinzip auch in der Form propagiert, dass man sagte, der Führer ist ja gar kein Alleinherrscher oder Despot, sondern er verkörpert den Volonté générale, den allgemeinen Volkswillen. Ja? Und das nur nebenbei. Und hier sieht man jetzt, für mich ist dieses Bild so bezeichnend, für mich sind das die Klonkrieger. Ja? Die Auflösung jeglicher Individualität, keine Persönlichkeit mehr, sondern nur noch Masse. Ja. Und dieses Aufgehen wollen in der Masse, das scheint ein unbewusster Wunsch im Menschen zu sein, weil wir kennen das von den Fußballfans. Ja, na, das erzeugt ja auch Stärke. Ne? Also ja. Du bist ja im Mob, bist du stärker und das peitscht sich ja auch hoch. Das siehst du bei Demonstrationen im Fußballstadion. Ja, ich habe es einmal bei einer Demo erlebt, das stimmt. Da fing die auch an zu trommeln und da hatte ich auch so ein Gefühl. Nur ich bin halt kein Fußballfan. Ne? Vom Fußball kenne ich es nicht. Nee, da kenne ich es besonders gut. Aber Fissel, das ist gut, was du sagst. Dieses Aufgehen in der Masse. Also man fühlt sich stark. Ne? Den Gedanken hatte ich so noch gar nicht, aber das stimmt. Man fühlt sich stark, weil man ja nicht mehr Einzelkämpfer ist, sondern man ist jetzt diese unbeschreiblich diese Einheit, starke Masse. Die Einheit. So eine Einheit, genau. Ja. Und wenn du mit der Einheit halt vorangehst, hast du halt das Gefühl, unbesiegbar zu sein. Du bist der Stärkere. Das putscht dich auf, das bringt dich nach vorne, es bringt dich natürlich auch zu Sachen, die du vielleicht alleine nie machen würdest. Cool, richtig, Fistel, das denke ich auch, ja. Das sehen wir ja auch später, was dann in der Masse eben passiert ist, vor allem in Russland, ne?
wo diese zügellose Masse plötzlich ihren Trieben freien Lauf lassen konnte. Aber wir sind ja beim Thema auch der Künstlerin. Ne? Wie findest du dieses Bild ästhetisch? Ästhetisch? Es strahlt nur Macht aus. Es ist sehr kalt, wieder monumental. Ne? Ja, aber wir sehen ja hier diese Reihen, ne? Diese Reihe ja. für Reihe, ja? Ja. Endlose Reihen. Endlose Reihen. Die sich zentrieren auf diese drei Flaggen, ja? Ja. Ja. Der Horizont hinten, der also im Prinzip so diese Fluchtperspektive geht auf einen Punkt zu und ganz vorne nämlich steht der Führer, also in Anführungsstrichen der Führer, ja? Ja. Das heißt, diese ganzen Massen, die haben auch ein Ziel, ja? Und die Frage ist ja, war sie eine Künstlerin? Also diese Filme, die sie da gemacht hat, sie hat im Ausland mehrere Auszeichnungen bekommen. Auf der Berlinale eine Auszeichnung in Rom, Venedig. In Paris irgendwie den Grand Prix zur Weltfachausstellung. Also sie wurde für diesen Film hier auch, wirklich auch gerade für diesen Film auch vielfach gelobt, nachher für den Olympiafilm und so weiter und so fort. Aber während, die Leute waren... Warte mal, während der Zeit oder nach der Zeit? Während der Zeit. Während der Zeit. Nach der Zeit gab es auch Auszeichnungen aus Amerika, aber während der Zeit, also das muss man halt sagen, vor 1939, bevor der Krieg ausbrach, war sie eine gefeierte Künstlerin, international, durch diese Filme. Das war ja alles vor dem Holocaust, alles vor dem Krieg. Wobei natürlich jeder konnte sehen, was in Deutschland passiert und sie eigentlich auch. Ne? Leute sind im KZ verschwunden, etc., etc. Trotzdem, sie sagte, ich wollte nur meine Kunst machen und ja, dieses... Aber das war ja dann auch, ich schätze mal, dass sie die Möglichkeiten ja von Hitler, also vom Reich bekommen hat, um das auch umzusetzen, ne? Natürlich, der hat ja gesagt, hör mal zu. Sie wird hier, ja bekommen haben, was sie wollte, oder? Sie wird ja auch ein, also das kann sie ja nicht alleine bewerkstelligen zur damaligen Zeit, die muss ja auch ein riesen Team um sich gehabt haben, oder? Die hat Millionen Reichsmark bekommen, die hat ein Team bekommen, das habe ich dir ja schon gesagt, da haben hunderte Leute für sie gearbeitet, ja. Aber eben mit modernster Technik und mit diesen neuen Einstellungen, die sie, also sie hat sich zum Beispiel so an so einem Gerüst hochfahren lassen, an diesen Fahnenstäben da hinten und hat dann aus 100 Meter Höhe hat die gefilmt, also diese Perspektiven, die waren einfach wirklich gigantisch, ja, und auch die Leute im Ausland haben das erkannt, ich sag mal, diesen Neuwert von dem, was sie dort geschaffen hat. Machen wir bitte weiter. Hier ist auch eine Einstellung zu sehen aus dem Reichsparteitag und da habe ich mal aus dem Buch von Albert Speer was Interessantes gelesen, weil er meinte, viele Szenen von diesem Reichsparteitag mussten neu gedreht werden, weil bei manchen Szenen waren einfach die Tonqualität zu schlecht. Und dann sind diese Leute, diese Gauleiter, ins Studio gekommen und haben praktisch diese Reden auch wieder aufgeführt, so als ob sie vor dem Publikum stünden. Und Albert Speer schrieb, diese Reden klangen teilweise so authentisch und so echt, dass er selber ganz verwundert war, weil er dachte, er hätte jetzt immer gedacht, die Leute sprechen nur in dem Moment so emotional und so überzeugend. Aber jetzt reden sie auch von einem leeren Publikum so und das hat ihn so nachdenklich gemacht, wie echt denn überhaupt das alles ist. Und das fand ich spannend. Also kann ich mal empfehlen zu lesen, Albert Speer, Erinnerung heißt es, glaube ich. Seine Autobiografie über die Hitlerzeit. Und natürlich ist das Bild, dieses Buch aus seiner Perspektive geschrieben, ja. Aber es lohnt sich trotzdem, weil man bekommt viele intime Details, ja. Auch die andere Sicht der Dinge ist immer wichtig, ne? Naja, er war Nazi, der Albert. Er war Rüstungsminister und eigentlich eine treibende Kraft, der nachher auch gesagt hat, ich wusste von nichts. Ne? Naja, gut. Machen wir das nächste Bild bitte. Weil die Frage ist ja, war sie eine begnadete Künstlerin, ja? Also hier nochmal diese Nahaufnahme mit diesen drei Personen vorne. Diese, ja, fast schon diese Kohorten, ja? Diese Kohorten, diese, ja, wie nennt man das? Quadrate. Und der Mensch im Prinzip kein Individualismus mehr, Masse, das haben die Nazis ja auch gesagt, der Einzelne zählt nichts, dein Volk ist alles, ja. Natürlich nur gut für den, der ganz oben steht, weil die Scheiße an der Front müssen alle anderen erleben. Ja. Aber du hast es schön warm in der Reichskanzlei am Kamin, ne? Während die anderen sich in Stalingrad die Eier abgefroren haben. Okay, aber die Frage ist, war sie eine begnadete Künstlerin? Und jetzt machen wir mit dem Bild weiter. Und jetzt sehen wir hier nämlich, was, Fistel? Star Wars? Genau, George Lucas. Eine Szene von George Lucas.
der in seinen Filmen, du hast eben schon Rammstein erwähnt, ne? Mhm. Die haben ja so eine trashige, kann man auch sagen, monumentale Musik. Aber eben auch andere Künstler haben sich von der Leni Riefenstahl ordentlich bedient. Und dazu zählt auch George Lucas. Und der hat eben zur Verdeutlichung dieser Machtdemonstration, ja, eben diese Einstellung von der Riefenstahl in seinen Filmen benutzt. Und das sehen wir hier. Mach mal eins weiter, bitte. Ja. Ne? Hier sehen wir es gegenüber. Und jetzt könnt ihr natürlich fragen, ja, was wollte der Lucas damit, Fistel? War das ein Nazi? Nein, aber er hat halt auch das Böse schon so dargestellt, ne? Also ich bin jetzt bei Star Wars nicht ganz so im Thema. Das sind aber die Guten hier. Aber, das sind ja, die Rebellen. Ja, aber sie demonstrieren ja auch Macht, ne? Ich weiß ja nicht, wo... Aber nee, hör mal zu. Die Begriffe Gut und Böse, das will ich dir sagen, die lassen wir mal weg. Alles klar. Aber das sind wertende Menschen. Wenn der Löwe eine Gazelle frisst, ist das gut oder böse? Ist doch Blödsinn. Gut für den Löwen. Ja, eben. Ne? Aber ich will sagen, es geht doch um was anderes. Nicht die Frage, ob das gut oder böse ist, sondern George Lucas braucht für seine Filme auch Gefühle. Und ich finde, die Gefühle der Macht, Gefühle, was du gesagt hast, ja, dieses Unbesiegbaren, darum geht es doch. Das will er in seinem Film darstellen. Ja? Und das benutzen sowohl die Guten wie die Bösen. Ja. Und Leni Riefenstahl hat also so überzeugend gearbeitet in ihren Werken, dass auch nachfolgende Generationen, lange nach ihrer Zeit, ne, wobei die hat ja bis 2000, ich weiß nicht, bis 2009 oder 2011 hat die ja gelebt. Ja. Sie wurde, glaube ich, 100 Jahre alt. Nee, 1902 ist sie geboren und sie wurde über 100, 102, also 2004, glaube ich, hat sie gelebt. Da kannte sie also die Filme noch. Auf jeden Fall, sie haben sich von ihr bedient. Das spricht für ihr künstlerisches Werk. Ja? Ja. Natürlich hat sie als Künstlerin, ja, einiges vollbracht. Das muss man nicht mögen, aber es ist unbestreitbar, weil es ist in die Kunstgeschichte und auch in viele andere künstlerische Schaffensphasen von anderen Künstlern mit eingeflossen. Objektiv kann man das so sagen. Sie hat gewirkt. Ja? Weiter bitte. Die andere Frage wäre aber, war sie eine miese Nazi-Schlampe, der Tod anderer Menschen egal war? Ja, war es ihr egal, was die Nazis gemacht haben? Und da gibt es diese Aufnahme von ihr, weil sie hat für Hitler im Polenfeldzug, wollte sie so Dokumentationsmaterial drehen. Und in einem Ort, Koskie oder so ähnlich hieß der, da ist sie zufällig an der Erschießung von Juden, jetzt hat sie mitbekommen. Hm. Und man sieht hier ihren Gesichtsausdruck. Und ganz ehrlich, Fistel, ich glaube, so guckt niemand, der mit diesen Gräueltaten einverstanden gewesen wäre, im Sinne von, das macht mir nichts aus, das finde ich sogar gut, sondern so guckt jemand, der entsetzt ist über etwas, der das fürchterlich findet, aber natürlich auf der anderen Seite, sie hat danach an der Siegesparade in Warschau teilgenommen und sie hat danach auch weitere Filme gemacht. Aber trotzdem würde ich sagen, wenn ich dieses Bild sehe, guck mal die anderen Soldaten zum Beispiel, ne, in deren Gesichtern siehst du kaum Entsetzen. Höchstens, also die sind auch Soldaten, die kannten das vielleicht in gewisser Weise. Aber du siehst, was siehst du denn, Fistel? Sie wirkt auf jeden Fall sehr schockiert, mitgenommen. Vielleicht hat sie auch realisiert, was sie generell bis dahin nicht wahrhaben wollte. Ich weiß nicht, das ist ja doch immer was anderes, wenn man denn mittendrin ist, ne? Als ob man nur drüber redet. Naja, ich meine, gut, also, die Leute werden dir nachher gesagt haben, das sind böse Juden, so ist halt der Krieg, ja. Und dann war das vielleicht von ihr wieder vom Tisch. Es gibt doch eine andere Geschichte. Aber so, halt, dass so sie begeistert sehen alle auf den Bildern nicht aus, ne? Eben, das wollte ich sagen. Das wollte ich sagen. Begeistert sieht keiner aus, nein, ne? Und das ist auch wichtig. Ich glaube, auch keinem. Es gibt diese Begeisterung, wie die Nazis das propagiert haben. Wer den Krieg wirklich erlebt, ich glaube, dann ist es schnell vorbei mit der Begeisterung. Und das sieht man hier auf dem Bild, auch bei diesen jungen Soldaten und auch vor allem halt bei ihr. Und sie ist wirklich entsetzt. Und das würde ich sagen, spricht für sie. Auf der anderen Seite gibt es noch eine Geschichte, da soll sie für einen Film eben auch Zigeuner, die nachher dann auch umgekommen sind in Auschwitz, also in Anführungsstrichen engagiert haben. Mhm. Und naja, das sind halt alles so Sachen. Sie hat das nachher alles relativiert.
und diese Schuld dafür von sich geworfen, der Zeit ihres Lebens im Prinzip, ja, das kann man das sagen, das Opfer gespielt? Nee, aber ich meine, aber ich kann sie auch verstehen, wenn ich jetzt Künstler bin, ja, Angela Merkel kommt zu mir und sagt, Franz, mal mir 100 Porträts von mir, pro Porträt 1 Million Euro, du wirst der gefeiertste Künstler in ganz Deutschland. Und nachher kommt raus, dass die unterm Reichstag, die Angela, kleine Kinder misshandelt hat und denen Blut abgezapft hat, damit sie noch 100 Jahre jünger ist. Weißt du, so, dann stehe ich auch plötzlich doof da. Aber in dem Moment, wo ich von all dem noch nichts weiß und diese irrsinnige Verführung habe, ich kann sie halt auch verstehen. Aber geht es dir als Künstler nicht darum, dich selbst zu verwirklichen? Wenn du dich das konnte sie ja eben, das konnte sie ja mit den Mitteln. Das konnte sie zwar mit ihren Aufnahmen, aber du musst ja auch hinter der Ideologie stehen, wenn du es so darstellst, wie sie es gemacht hat, oder? Das ist die gute Frage, Fistel. Das ist die entscheidende Frage. Kann man als Künstler etwas machen mit Leidenschaft und Herz, wo man eigentlich nicht dahinter steht? Und natürlich stand sie dahinter. Und ich glaube, das muss man ihr tatsächlich vorwerfen. Aber nochmal was, das war ja alles vor 39, aber dass die Nazis gewaltbereit sind und Krieg wollen, das war auch schon vor 33 klar, also vor der Machterschleichung. Und was du sagst, Fistel, ist zentral. Ich glaube auch, sie stand völlig dahinter, hat dann irgendwann gecheckt, okay, was hier passiert, ist nicht immer richtig. Und nach dem Krieg hatte sie vielleicht diese Größe nicht zu sagen, was habe ich da eigentlich gemacht. Ja. Aber dennoch bleibt ja das Werk, was sie geschaffen hat, das bleibt ja. Und diese Kunst auch. Und ich finde eigentlich, man sollte heutzutage etwas differenzieren auch. Ja? Man muss ja, also warum wird immer gleich alles einer Persönlichkeit, ja, die sich jetzt falsch verhalten hat, dann wird immer alles über Bord geworfen, so habe ich das Gefühl. Ne? Also bei ihr jetzt müsste man differenzieren, man müsste sagen, ihr Charakter war vielleicht nicht einwandfrei oder war vielleicht, ist nicht nachahmenswert, ja. Aber was sie geschaffen hat, hat trotzdem auch einen Wert. Oder aber müsste man vielleicht sagen, das ist wieder das andere, hat dieser miese Charakter erst ihr Werk ermöglicht. Und deswegen wird sie auch so abgelehnt. Also ich kann, was wäre denn deine persönliche Einschätzung? Zu ihr jetzt? Ja. Meine persönliche Nein, zu dieser Frage. Kann man das voneinander trennen oder gehört das zusammen? Also kann man sagen, naja, ihr Werk ist toll, aber sie als Person ist scheiße. Ach, schwierig. Wir haben ja schon mal über Authentizität geredet, ne? Und das gehört ja bei einem Künstler immer dazu. Aber wenn du was machst, wovon du nicht überzeugt bist, dann verlässt du ja deinen authentischen Bereich. Und ich glaube, dass du zwar trotzdem was epochal darstellen kannst oder ein gutes Werk schaffen kannst, in Anführungsstrichen, ja, aber ob es denn dich widerspiegelt als Künstler, ist denn die andere Sache. Ich weiß es nicht. Naja, es hat sie ja als Künstler schon widergespiegelt, ja. Und sie hat ja jetzt auch nicht die Leichenberge jetzt heroisiert, sondern diesen neuen Menschen, ja, diesen für die Nazis eben guten neuen Menschen, was sich ja nachher eben als monströs erwiesen hat. Ne? Und ich würde sagen, wir basteln uns die Welt gerne schwarz und weiß. Gute Riefenstahl, gute Kunst. Böse Riefenstahl, böse Kunst. Aber so einfach ist es nicht. Es ist alles immer komplex, vielschichtig und kontextbezogen. Es gibt diese einfachen, klaren Aussagen nicht. Und vielleicht müssen wir damit leben. Und jetzt erzähle ich dir noch was Spannendes, Fistel. Nach dem Krieg, in den 70er Jahren, da lebte sie bei einem afrikanischen Stamm, den Nuba. Und das waren großgewachsene, hohe Menschen. Und da hat sie ganz im Nazi-Style diese Männer, vor allem Männer halt, aber auch Frauen, eben auch fotografiert. Ja? Auch wieder muskulös, stark, heroisch, männlich, überhöht. Und diese Nuba-Band, ne, den kannst du überall kaufen, der ist auch eindrucksvoll, aber es ist der gleiche Stil, nur eben mit Afrikanern. Und da finde ich, da sieht man halt, also das spricht so ein bisschen auch für sie, finde ich. Also sie ist ihrem Stil treu geblieben. Ja, stilgetreu. Ja. Sie hat ihn nur ersetzt, aber die Frage ist, ob dieser Stil überhaupt, das ist die nächste Frage, ja, da wo es eben nicht um Individualität, um Persönliches, um den Menschen, um den Einzelnen geht. Ob das überhaupt
ja, soll man sagen, positive Kräfte oder positive Energien sind? Das würde ich fragen, ja. Fragst du dich das auch, Fistel? Ja, das frage ich mich gerade. Naja, weil wir leben ja in einer Gesellschaft, wo wir sagen, der Einzelne ist wichtig, ne? Ja, aber es geht ja auch immer auf den kommt es an. Es geht ja auch immer um den Zeitgeist und was gerade aktuell passiert, ne? Also das stimmt. Aber sie hätte ja nicht nach Afrika fahren müssen. Das war ja nicht der Zeitgeist, sondern sie hat praktisch damit auch einen Gegenentwurf gewagt zu diesen Nazi-Geschichten. Aber ja, aber guck mal, du sagst ja auch immer, es fällt den Leuten schwer, Leuten zu verzeihen oder so. Aber du musst auch selber mit deinem Leben aufräumen, ne? Wenn du das halt damals so fabriziert hast und sie wäre vielleicht damit anders umgegangen, offener umgegangen, dann wäre ihr Ansehen, also ich glaube, ihr Ansehen in der Welt war ja wohl größer als in Deutschland oder auch immer noch, ne? Und vielleicht wären die Leute dann anders mit ihr umgegangen, wenn sie selber, also Reue ist vielleicht das falsche Wort, aber vielleicht... Doch, aber hör mal zu, Christel, doch, in gewisser Weise ja. Ich meine... Also weißt du, wenn du Mist gebaut hast und du stehst dazu am Ende und du sagst, ja... Das war jetzt nicht der beste Move, den ich gebracht habe, denn fällt es vielleicht den Leuten auch einfacher, wieder auf jemanden zuzugehen. Das ist schön. Und ich glaube, dass sie das halt am Ende doch verpeilt hat und damit halt auch sich immer wieder in Widersprüche verwickelt hat am Ende und immer wieder auf dieses Thema reduziert wurde. Und vielleicht muss man manchmal mit seiner Vergangenheit aufräumen und dann ist das wesentlich. Genau, einfacher. Und das glaube ich, Fistel, was du sagst. Ne? Dafür standen ja. Im Prinzip ganz Deutschland eigentlich. Die Menschen haben mit dieser Art von Vergangenheit halt nicht, also die jetzt selber davon betroffen waren, kurz nach dem Krieg, nicht wirklich aufräumen können, ja. Weil diese Idealisierung des Dritten Reiches und auch diese, in Anführungsstrichen, Liebe zum Führer, die war so groß und nach 45 konnte man nicht einfach sagen, ja, was haben wir da eigentlich gemacht? Man war noch zu sehr damit verwickelt, involviert und ich glaube, sie war eine sehr narzisstische Persönlichkeit und narzisstische Persönlichkeiten haben Schwierigkeiten, damit Fehler zuzugeben. Ja? Und ich würde eigentlich so diesen Frieden, ich habe meinen Frieden in Anführungsstrichen mit ihr, ja? Ich hatte ja nie Krieg mit ihr, aber ich schätze sie insofern, dass sie für ihre Kunst gebrannt hat, aber ich finde es schade, dass sie dafür andere Menschen so missbraucht hat. Und ich finde, was wichtiger ist als Kunst, ja, ist immer die Menschlichkeit, das Miteinander umgehen und die Beziehung miteinander. Nichts ist wichtiger als das. Keine Karriere, keine Kunst, kein Erfolg. Können wir uns darauf einigen? Darauf können wir uns einigen und ich würde die Folge dann mit einem Zitat von George Lucas beenden. Möge die Macht mit euch sein. Cool. Fürst dich, mein Freund. War schön heute mit dir, echt? Ja, war nice. Hau rein, Franz. Mach's gut, ne? Tschüss. Ciao.